Morgen ist die Echo-Verleihung. Wir sprechen darüber jetzt bei Run TV. Run TV. Da sind wir mit der neuen Episode Run TV. Mein geschätzter Kollege Patty, meine Wenigkeit Point Blank. Morgen ist es soweit. Echo-Verleihung steigt zum 477. Mal. Ja, ist glaube ich 478, wenn ich verbessern darf. Oder so, ja. Mhm. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Wie ist es mit dir? Ich bin hier alle Jahre wieder aufgeregt, ja. Mal gucken, ob wieder Helene Fischer einen Echo bekommt. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass es wieder so sein wird. Es ist ja im Vorwege schon sehr viel diskutiert worden darüber, auch irgendwie in der Hip-Hop-Szene habe ich ganz viel gesehen. Kollege Farid Bang mit Bild-Zeitung, Riesen-Battle irgendwie. Mhm. Wie ist das bei dir? Bist du nominiert auch diesen Mal? Ich bin nominiert, genau, als Flitzer des Jahres. Ja, okay. Nee, ich bin leider nicht nominiert, aber schönerweise haben wir, ich glaube, darauf möchtest du hinaus. Ja. Wenn du darauf hinaus möchtest, eine Songwriterin, mit der wir das Glück hatten, auch drei Tracks zusammen zu schreiben, hätte ich fast gesagt, zu bearbeiten. Genau. Und die ist nominiert. Wir können, glaube ich, wir dürfen den Namen, glaube ich, auch verraten. Ich glaube, wir dürfen ihn verraten. Alice, ne? Alice, ja. Großartig. Alice im Wunderland? Alice im Wunderland, genau. Alice Wonderland. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Alice Merton. Alice Merton ist es, ja. Die wunderbare. Nicht nur eine großartige Stimme, sondern auch ein sehr, sehr hübsches Kind. Und die, also es ist so, dass sie morgen, ich habe gelesen, sie tritt auf und sie ist auch nominiert als, ich glaube, Best International Pop. Ich habe es jetzt nicht abgelesen, ich weiß es tatsächlich auswendig. Und sie hat irgendwie drei Tracks auf dem Album geschrieben, was wir vor kurzem rausgebracht haben. Genau. Eine Nummer davon heißt Never the Love. Ja, und sollten wir unbedingt mal reinhören, weil ist tatsächlich unisono unsere absolute Lieblingsnummer. Ist eine Mega-Nummer. Insofern. They say it's a game, I say it's just a lie. They never seem to talk, never understand why. Trying to build a home, but it's too late to try. And we keep breaking all the streaks that held our hearts and precious things. The promises I know you'll never keep. But it's never the love, never the love I imagined. Never the love, never the love I imagined. Never the love, never the love, never the love. Oh, it's never the love, never the love I imagined. Never the love, never the love I imagined. Never the love, never the love, never the love. Ja, schöne Nummer. Absolut, das ist so eine Nummer, wo man gerne auf der Rückbank auch knutschen würde. Also ich jetzt nicht mit dir. Wenn's, also, ich war nicht gesagt mit dir, also aber grundsätzlich ist das so eine schöne Kuschelnummer. Die ist sehr kuschelig. Also ich sag mal, auf diesem Album von Jan Like, glaube ich, genau, ist das Album. Ne? Da sind ja verschiedene Sachen drauf. Ich finde das musikalisch ja wirklich breit gefächert. Absolut. Interessant von EDM. Ich habe selber mit ihm eine Nummer, Haters heißt die, gemacht. So, die geht richtig nach vorne los. So, und dann haben wir aber auch sowas irgendwie da drauf. Und so finde ich, so ein Artist-Album soll auch breit gefächert sein. Also um halt immer hier und da die ganzen Facetten auch mal. Genau, ich meine, Jan hat ja auch sehr viele Gesichter. Er ist ja absolut, absolut. Er kann jedes Gesicht zeigen. es ist so, dass es teilweise wirklich auch sehr deep ist, was da drauf ist. Nicht nur Gerümpel, Vollgas. Wie ist das mit Deep House? Ist Deep House vielleicht jetzt doch wieder am Kommen oder eher weg? Weil ich habe das Gefühl gehabt, nachdem Swedish House Mafia jetzt vor kurzem diesen fulminanten Auftritt hatten bei dem Ultra irgendwie, da war ja schon so ein bisschen so im Gespräch. Progressive House is back und Deep ist tot, so hieß es schon so. Wie siehst du das? Ich glaube ehrlich gesagt, so das eine ist eine Parallelwelt zum anderen. Also ich glaube, das eine stirbt nie aus, nur weil das andere jetzt wieder größer wird. Freue mich sehr, wenn die Schweden sich da irgendwie womöglich doch nochmal zusammenraffen und vielleicht noch ein paar mehr Shows zusammenspielen. So heißt es auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht auch ein, zwei Singles am Start sind. Bestimmt. Wenn es so sein sollte, werde ich es natürlich hier erfahren. Das ist ja ganz, ganz klar. Da sprechen wir natürlich drüber. Aber wir sprechen natürlich auch gerne auch immer über unsere eigenen Imprints. Selbstverständlich. Unter anderem Run Deep. Ja, was wir großartig jetzt wirklich wieder beleben. Ja, man sieht es auch hier vorne, wir haben ja noch ein paar Aufkleber. Ja, warte, das können wir ja. Ja, das so haben wir hier, genau. Und das ist Run Deep. Unser Imprint für die etwas, wie der Name ist schon impliziert, deeperen Sachen. Und wir hatten da tatsächlich so ein paar Monate Funkstille. Das war aber auch tatsächlich ganz bewusst, um uns da auch stilistisch
neu zu ordnen. Und nun ist es tatsächlich passiert. Ja. Letzten Freitag kam seit langer, langer Zeit endlich wieder ein Run Deep Release. Genau, und das ist von Andrea Pico, ne? Andrea Pico, selbstverständlich. Ja. Chain Reaction heißt das Baby. Und er ist Italiener und hat uns die Nummer vor ein paar Monaten geschickt. Wir waren sofort verliebt und hatten aber irgendwie das Gefühl, da muss noch ein Remix her, weil das Ganze dann doch wirklich eigentlich eher schön ist. Ja. Aber damit es in den Clubs zu spielen ist, brauchte man halt noch einen. Mhm. Und da kamen wir auf den Talul. Talul, genau, ja. Deep Houser irgendwie. Genau, aus Deutschland. Schon mal einen offiziellen Remix gemacht. Und das ist so eine ganz bestimmte Sohle, die wir halt mega abfeiern. Und insgesamt ein sehr, sehr stimmiges Release und eigentlich schönster Kick-Off. Ja, schließt sich ja der Kreis wieder mit Berlin. Ach so, dass er Fritz Kalkbrenner geremixt hat. Und Berliner. Die Echo-Verleihung auch in Berlin ist. Als würde das hier auf dem Zettel stehen. Nein, das steht da nicht. So ein Spaß. Ich sehe hier gar keinen Zettel, ich sehe hier nur Technik. Wollen wir da mal reinhören? In die Unbedingt Nummer? Sollten wir. Ja, ne? Los Fahren geht's. Wir ab. Groovyes Ding. Talul heißt dieser Remixer? Talul heißt der Remixer, wenn mich nicht alles täuscht, ein Dresdner. Ja. Dresdner, sagt Dresden, man? Ja. Ich habe einen guten Witz. Ja, Dresden so rum oder nein, Dresden wie so. Schnell kommst du, wie schnell kommst du am besten nach Dresden? Oder nee, wie schnell kommst du? Nee, wie kommt man am besten nach Dresden? So ist der Witz. Über die A9? Steckst einen Finger in Po und drehst. Der war so schlecht. Kannst du den ernsthaft nicht? Doch, natürlich kann ich den. Dachte ganz gut, du bist ja so alt, deswegen kennst du natürlich auch die Karlauer der letzten 100 Jahre. Auf jeden Fall abchecken, Mr. Andrea Pico und unter anderem den Talul Remix. Nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Bitte mal bei uns in die Kommentare, wie ihr dieses Lied findet. Das interessiert uns ziemlich. Und ob wir da weitermachen sollten mit Run Deep. Auch das wie ihr ja das seht, das so. Interessiert uns auch sehr. Ist EDM vielleicht tot oder wieder da? Oder beziehungsweise Progressive House à la Swedish House Mafia, ist das jetzt der nächste Shit? Oder ist es doch eher die Schiene, die jetzt hier Andrea Pico vorgibt? Oder das, gibt es vielleicht auch zwei Welten? Oder das vielleicht einfach in die Kommentare rein. Genau. Und nächste Woche sprechen wir drüber. Druck auf die Glocke, nicht vergessen. Ja, niemals. Und gar keinen Fall. Den Kanal abonnieren. Aber sowas von. Ciao. Ciao.